Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, was ist denn hier schön alles Schönes drin? Ich denke, die meisten können es schon erraten. Genau. Es ist Prey. Das Steelbook, ja, 4K-Steelbook von dem Predator Prequel, das ja leider nicht in den Kinos lief, sondern halt lediglich auf Disney Plus zur Verfügung stand. Aber fand ich damals sehr, sehr gut, definitiv. Genau, der Film kommt in verschiedenen Versionen raus: normale 4K-M-Ray, Blu-ray und hier in dieser schicken Edition. Und mal kurz vielleicht für den Hintergrund: genau, genau, CinemaScope. Ton ist natürlich in Englisch und Deutsch, Französisch, Italienisch, Comanche. Genau, man kann den Film quasi auch in Original, also in der Sprache der Ureinwohner, sich anhören. Dolby Atmos 7.1. Punkt 4 und Dolby Digital, also auf Englisch, und Dolby Digital 5.1 Deutsch. Genau, und bei der Blu-ray dasselbe. Ne, bei der Blu-ray ist es dann DTS HD 7.1 in Englisch und dann Dolby Digital 5.1 in Deutsch. So, auch allerhand Bonusmaterial scheint auch dabei zu sein. Making-of, Diskussionsrunde mit Cast und Crew, entfernte Szenen. Film mit Audiokommentare. Sehr nice. Genau. Cool. Dann packen wir den schönen mal aus und hoffen mal, dass nichts beschädigt ist. Kann ja leider. Genau, JPC ist zwar, ich sag mal, die packen es auch nur so eine Pappe rein eigentlich, aber die ist so gewellt und ein bisschen, ich glaube, die ist ein bisschen stabiler dadurch als jetzt so eine normale Amazon-Pappverpackung. Deshalb habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl eigentlich. Muss ich jetzt mal sagen. So, oh, ist hier. Okay. Genau wie man sieht. Oh nee, oh je, okay. Nee, doch nicht passt. Mit so Klebepopeln festgeklebt. Und dann kann man es hier so schön rausziehen. So, mal das schöne Ding hinlegen und mal kurz hier gucken, genau, was man auch alles schön sieht. Auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall ganz schick, auch sehr stabil. Ist nicht nur so ein, nicht nur so ein Papierding, sondern wirklich auch aus Pappe. So, sehr nice. Und das ist hier die Front. Ich finde es richtig, richtig nice. Genau, hier ist mal Licht von der Seite noch. Richtig cool. Richtig schön. Also hat sich optisch auf jeden Fall schon mal sehr gelohnt. Hier der Spine. Auch sehr schön. Ja. Richtig nice. Und hinten noch genau der Predator und die gute Frau da. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Auf jeden Fall richtig, richtig schön. Auf jeden Fall richtig schön. Ja. Finde ich cool. So, dann haben wir hier die 4K-Disc. Ja, das ist jetzt ein bisschen uninspiriert, finde ich. Das war eine ganz nette Idee, aber passt halt nicht so ganz zum Design, finde ich. Also des Steelbooks. Und mit der Blu-ray dasselbe, diesmal in Rot. Das war auch ganz cool, ne? Aber wie gesagt, passt halt nicht so wirklich zum Design. Und hier nochmal das Inlay. Das finde ich wiederum ganz cool gelöst. Also auch hier. Also im Gegensatz lustigerweise zum Indiana Jones Ding, wo ja quasi eigentlich der interessante Teil des Bildes ist ja bei Indiana Jones, glaube ich, hier in dem Bereich eher. Und hier haben sie es richtig links eingesetzt, so wie sie es gehört, finde ich. Macht auf jeden Fall Sinn. Und ich finde es auf jeden Fall gelungen. Bis auf, sage ich jetzt mal, die Discs. Die finde ich jetzt ziemlich langweilig, muss ich sagen. Aber gut, das ist jetzt vielleicht meckern auf hohem Niveau. Aber auf jeden Fall, das Steelbook finde ich jetzt persönlich sehr, sehr schön. Es ist jetzt nichts geprägt oder so, aber es ist halt so metallic matt, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie ich das, wie beim Ghostbusters Legacy Steelbook. Auf jeden Fall finde ich es richtig, richtig schön, ehrlich gesagt. Also mir gefällt es optisch, ist richtig, richtig nice. Und ich bin echt mal gespannt, den Film nochmals zu sehen zu Hause. Und ja. Ja, erzählt mir doch gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das Steelbook findet.
Und da stören halt auch diese Disks. Ich weiß auch nicht, irgendwie verstehe ich es manchmal nicht so ganz, ne, wie man halt so ein schönes Ding hier machen kann und dann macht man die Disks so. Man könnte ja zumindest das einfach drüber legen, irgendwie, dass man wenigstens irgendwie das Artwork quasi da einfach einfügt. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ja, vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen und ja, dann bis zum nächsten Mal.